Codemasters Racing. Codemasters Birmingham Presents. Oder präsentiert. Formula One, der ultimative Wettbewerb. Autos von den hellsten Köpfen entworfen und gebaut und von wenigen Auserwählten bis ans Limit und darüber hinaus getrieben. Teams steigen auf und steigen ab, Fahrer kommen und gehen, aber die Echos der Vergangenheit sind immer zu hören. Der Wettkampf in Arenen, die dem Zahn der Zeit widerstanden haben, wo Triumph und Versagen nur durch Sekundenbruchteile getrennt sind, wo aussichtslose Situationen noch in Siege umgemünzt werden. Hier wird Geschichte geschrieben. Hier ist die Formula One. Und damit auch ein herzliches Willkommen von mir. Formula One 2013. Das quatscht mir mitten in die Aufnahme. Das gibt's ja wohl nicht hier. Was für ein Idiot. Ja, also von mir aus herzlich willkommen zu F1 2013. Und ja, ich habe so ein kleines Problem. Ich habe nur die Standardversion bekommen und ich muss einfach schauen, dass ich demnächst noch irgendwie an die Classic Editions an sich rankomme, ob man das eventuell noch nachkaufen kann für die PS3 dann. Oder halt nicht, das weiß ich halt noch nicht. Also, muss ich mal schauen. Aber, ja, dann sind wir halt hier in F1 2013. Ja, wo ich eigentlich gesagt habe, ich hol's mir nicht, aber jetzt ist es doch passiert. Ja. Das liegt aber halt einfach wirklich an meiner Rennliga, weil ich führe selber eine Rennliga und ja. Was habe ich denn für Erwartungen? Ja, sagen wir das. Wir stellen uns eine Herausforderung und freuen uns, oder? Was haben wir denn hier noch? Ich möchte mich mit dem Besten messen. Nee, das klingt immer so arrogant. Ja. Oder das. Also entweder das oder das. Ich nehme das. So, mit was fahren wir denn? McLaren will ich eigentlich nicht, nein. Red Bull weiß ich noch nicht. Ferrari oder Red Bull? Ich bin Red Bull-Fan, aber irgendwie, ich will aber auch Ferrari fahren. Ja gut, wir nehmen mal den. Willkommen zurück, bla bla bla. Nein, ich will gar nichts überspringen. Wir fangen ganz normal an. So, jetzt muss ich mir halt bloß merken, dass ich das Video oder die Sprachaufnahme bei 1,47 war es, glaube ich, einstelle. Sonst vergesse ich das wieder. Ich habe Alzheimer. So, dann geht's auch schon los. Wir sind in der Garage, hoffe ich, glaube ich, bin ich mir ziemlich sicher. Hallo und herzlich willkommen auf dem fantastischen Yas Marina Circuit hier in Abu Dhabi, wo der diesjährige Young Drivers Test stattfindet. In den nächsten beiden Tagen können wir einen Blick hinter die Kulissen werfen und die Teams dabei beobachten, wie sie die nächste Generation potenzieller Formel 1-Fahrer einer Reihe von Tests unterziehen, um dabei hoffentlich den kommenden Superstar zu entdecken. Fragen Sie einen beliebigen Teamchef, ob Schnelligkeit die einzige Anforderung ist, und Sie werden sicher zu hören bekommen, dass Konstanz, Feedback und die richtige Einstellung genauso wichtig sind. Und wie aufs Stichwort wird unter der
der Kommentatorenkabine gerade der erste Motor angelassen. Ich gehe davon aus, dass wir bald ein Auto auf der Strecke sehen werden. Mal gucken, ob er auch noch Mike heißt. Hallo, schön, dich wiederzusehen. Ich bin ein Renningenieur und hier, um dich an diesem Wochenende zu unterstützen. Wenn du auf der Strecke bist, bleiben wir über Funk in Kontakt. Ich versorge dich mit Informationen, wenn du sie brauchst. Wie in der Teamsitzung besprochen, erwarten wir nicht von Anfang an maximale Geschwindigkeit von dir. Nimm dir die Zeit, die du brauchst. Folge einfach meinen Anweisungen. Yep. Ich checke kurz, ob die Jungs bereit sind. Dann ziehen wir den Helm auf. Drauf. Wir richten den Funk ein, wenn du im Auto bist. Okay, dann schnallen wir dich fest. Okay. Schönes Auto eigentlich. So, ich sitze, werd angeschnallt. Danke, wer auch immer du bist. Und krieg mein Lenkrad. Ich krieg sogar mein Lenkrad schon. Okay, gehen wir mal die Grundzüge der Steuerung durch, damit wir sicher sind, dass die Jungs das Auto korrekt eingestellt haben und du dich wohlfühlst. Zunächst prüfen wir mal, ob das Gas und das Bremspedal richtig eingestellt sind. Hey, hallo. Un momento, ich steck nochmal kurz das Lenkrad ab und nochmal an. Und anscheinend hat er bei mir gerade... Ah, jetzt geht's. Perfekt. So. Jetzt kontrollieren wir den Lenkeinschlag. Dreh das Lenkrad von links nach rechts. Als nächstes kommen die Gänge dran. Du kannst entweder manuell oder automatisch schalten. Die automatische Schaltung kannst du jederzeit übersteuern, indem du manuell hoch oder runter schaltest. Zieh an der rechten Wippe, um hochzuschalten, oder an der linken Wippe, um runterzuschalten. Mache ich doch schon die ganze Zeit, du Blindflansch. Alles sieht gut aus. Fahr auf die Strecke und absolvier ein paar Tests. Hä? Was denn? Achso, Autosave. Na ja, gut. Ich dachte schon, ey, so, hä, was will er denn jetzt von mir? Der zoomt die ganze Zeit ran. Ey, guck mal, wer da vorne steht. Schaut mal auf den Mann, der vorne... Der genau vor unserem Auto steht. Das ist der Game Director Paul Giel oder irgendwie so heißt er. Das ist exakt der. Leck mich am Arsch. Naja, gut. So, ich schau mal ganz kurz in die Fahrhilfen aus. Achso, okay. Also wenn ich so eine Probleme habe, weiß ich, was es ist. Okay. Ideallinie nur in Kurven. Boxenkameras, ja, ist in Ordnung. Hat er das jetzt übernommen? Ja, hat er. Ich schaue erstmal hier rein. Weil Kamera ist mal wieder nicht aktiviert. Und hier, ja gut, da muss ich halt schauen. Auf jeden Fall brauche ich Bremsenspiel ein bisschen. Und das brauche ich. Gassättigung brauche ich. Lenkradlinearitäten machen wir 10. Lenkradsättigung weiß ich noch nicht. Ich weiß ja nicht. Eigentlich passt es ja so. So. Das OS schauen wir nochmal kurz rein. Minikarte, wenn dann die komplette. Ja, das passt. Audio. Komm, alles hier. Nee, Musik ist nicht so meins. Nee, das auch nicht. Es ist nicht. Das machen wir voll. So. Wir werden jetzt auch nur den Young Driver Test machen und das erste Rennen, weil wir haben in einer Woche schon unser erstes Liga-Rennen. Ja, und ich habe, so gut wie gar keine Zeit. Also ich fahre jetzt dann auf Abschluss nächste Woche. Abschlussfahrt. Ja, ist ja gut. So. Dann machen wir einen Geradeausfahrtest. Mit dem Team bin ich eigentlich noch am unschlüssigsten, was wir danach nehmen. Das muss ich sogar leiser machen, weil es schon zu laut ist. Ach du Kacke. Beim ersten Test sehen wir uns die Aerodynamik auf einer Geraden an. Beschleunige auf der Strecke auf mehr als 257 km/h und bremst dann so, dass du im vorgegebenen Bereich zum Stehen kommst. Der Motor ist auf die magere Mischung eingestellt.
Du kannst also nicht die gesamte Power nutzen, aber auf diese Weise erhalten wir verlässliche Daten. Ja, okay. Na dann. Dann schauen wir mal, ob ich da reinkomme. Ich spiel's ja auch blind, also hier ist nix. Ausgezeichnet. Wir konnten gute Daten. Was, nur Silber? Du hast genau zum richtigen Zeitpunkt gebrennt. Was? Nur Silber? Willst du mich verarschen? Lass nur geradeaus fahren. Hallo? Ohne Moment, das muss ich gleich nochmal machen. Gibt's ja gar nicht. Das geht ja mal gar nicht hier. Ja, ein zweites Mal höre ich mir dein Gesabbel nicht an, ey. Na, war das knapp. Oh Gott. Ja, halt die Pappeln. Oh, war das knapp. Eieieiei. Hab ich ein Schwein. So, weil wir haben nämlich, wie ihr seht, Marussia, Caterham, Torosso, Force India, Williams, Sauber und Lotus zur Auswahl. Also ich bin noch unschlüssig, was ich machen will. Okay, für Marussia brauche ich eine Bronze, für Caterham... Ja, wir könnten auch zu Lotus gehen, aber ich finde das irgendwie. Ich finde das irgendwie langweilig. Ja, dann schauen wir uns ein Video an. Bei modernen Formel 1 Autos werden etwa 750 PS auf die Hinterräder übertragen. Das kann sehr heftig sein. Deswegen musst du behutsam und präzise Gas geben, damit du das Auto nicht aus der Balance bringst und dich drehst. Bei hoher Geschwindigkeit erzeugt die Aerodynamik viel Abtrieb, wodurch das Auto auf die Strecke gepresst wird. Um den Abtrieb ideal zu nutzen, solltest du das Bremspedal anfangs mit viel Kraft betätigen und bei der Einfahrt in Kurven Druck wegnehmen, da du dort weniger Grip hast und dadurch die Reifen stärker arbeiten lassen musst. Fahr eine Kurve möglichst weit außen an, bevor du den Scheitelpunkt schneidest, damit du die Kurve auf einer möglichst geraden Linie durchfährst. So kannst du kennen wir ja alles. Aufs Gas gehen und das Auto am Kurvenausgang wieder auf Tempo bringen, indem du den Druck auf das Gaspedal am Kurvenausgang so lange vorsichtig erhöhst, bis du dir sicher bist, dass die Hinterräder nicht mehr durchdrehen. Ab diesem Punkt kannst du Vollgas geben. Kennen wir schon. Das ist das gleiche Video wie letztes Jahr. Bloß mit anderen Autos. Geht dafür auch eine Goldmedaille? Hä? Nicht? Doch? Vielleicht? Hallo? Das Auto safe, das dauert mir ein bisschen zu lange. Aber da, letztes Jahr irgendwie schneller. Okay, und dann machen wir einen Haarnadeltest. Bei diesem Test musst du bis zur Haarnadelkurve beschleunigen, am richtigen Punkt einlenken, den Scheitelpunkt treffen und aus der Kurve heraus auf mehr als 297 km/h beschleunigen. Anschließend musst du im Funk... Ja, du mich auch. Du gehst mir irgendwie auf den Sack ein bisschen. Entschuldigung, muss ich aber jetzt halt mal sagen. Musste mal gesagt werden. Hui! Okay. Letztes Jahr war das, nicht so schlimm. Ich muss mich noch ein bisschen dran gewöhnen, mein Gott. Ich bin jetzt auch schon wieder seit einem... Boah, ja, ist ja gut. Entspann dich. Entspann dich, komm da runter. Ja, du mich auch. Da ist mir wohl der Reifen geplatzt. Ja, doof.
Nur Silber? Was habe ich denn jetzt schon wieder vergessen? Du gehst mir auf den Sack, ey, ganz ehrlich. Der Typ ist irgendwie penetrant. Und das Autosave. Och Mann. Willst du mich mobben? Verdammt! Ja, du mich auch. Ich weiß, was ich machen muss. Ich sehe es ja das gleiche. Ist ja der gleiche Rotz. Ich glaube, das wird nichts. Wartet mal, ich nehme mal kurz die. Yep. Komm, ah, jetzt schon wieder dieses Autosave. Ach, mir geht dieses Autosave auf den Sack! Mann! Ist das penetrant? Chill mal! Gott, oh Gott, oh Gott, ey. Geht mir das auf den Sack mit dem. Ja. So macht man das. Mein Gott, da muss ich jetzt auch. Gut, normalerweise fange ich auch immer ohne die Sättigung an vom Gas, aber ich dachte, es klappt, weil ich im alten Spiel auch so gefahren bin. Aber ich glaube, das brauche ich nicht, so wie es aussieht. Gehe ich mal von aus. So, ja, haben wir bestanden. Weiter. Nerv mich nicht. Grund-Performance-Test. Klar. Der Paul Giel. Der ist cool. Probieren wir es mal mit mehreren Kurven nacheinander. Lenk so ein, dass du den Kurvenscheitel. Ja. Komm, hast du mir gerade schon mal alles erklärt. Ja, halt die Pappeln, ey. Mein Gott, ey. Ich würde es ja gerne auf Englisch spielen, aber ich wusste halt nicht, ob er schon was anderes sagt als sonst immer. Von daher habe ich mir das einfach mal erspart und schaue, dass... Ja, freigeschaltete Teams, juhu! Wahrscheinlich auch das Team, wo wir unterschreiben werden. Gehe ich mal von aus. Weil ich möchte nicht in einem großen Team anfangen, das finde ich irgendwie langweilig. Aber schauen wir uns erstmal Kers und DOS an. Im kinetischen Energierückgewinnungssystem, besser bekannt als Kers, stehen Fahrern per Knopfdruck 80 PS mehr zur Verfügung. Du kannst Kers jederzeit in jeder Session und sowohl zum Überholen als auch zum Verteidigen deines Platzes einsetzen. Es ist optimal, Kers in den niedrigen Gängen zu nutzen. Besonders hilfreich ist es auch beim Start. Kennen wir alle schon. DRS passt den Winkel des Heckflügels an, wodurch der Luftwiderstand reduziert und die Höchstgeschwindigkeit um 10 bis 12 Kilometer pro Stunde erhöht wird. Aus Sicherheitsgründen kann DRS nur in den ausgewiesenen Zonen verwendet werden. Während eines Rennens kannst du DRS nur aktivieren, wenn du maximal eine Sekunde hinter deinem Vordermann bist. Das finde ich aber gut, weil das ist das Setup finden deutlich einfacher. Finde ich, hoffe ich. Glaube ich. Ich weiß es nicht. So. Dann hätten wir das schon mal geschafft.
Weiter geht's. Kurs und DRS-Check. Klar. Okay, ich möchte, dass du zunächst ein paar schnelle Systemchecks für Kurs und DRS durchführst. Kannst du bitte die Kurs-Taste gedrückt halten? Ausgezeichnet. Versuch jetzt, DRS zu aktivieren. Drück einmal und... Okay, vor dir ist ein Auto, das anscheinend Rennstarts übt. Ich möchte, dass du sowohl KERS als auch DRS einsetzt, um dieses Auto zu überholen, bevor... Ja. Es ist so, als ob du auf der Gran schläft. Tja. Joa. Ach ja. Caterham freigeschalten, juhu. Juhu, ich freue mich so. Toll. Performance-Test. Sind, glaube ich, jetzt drei Autos, die ich überholen muss. Wenn ich mich recht entsinne. Okay, du hast drei Autos vor dir. Nutze KERS und DRS, um die Ziellinie nach der Schikane... Ja, du mich auch. Ups. Du bist Klack mit einem durch. Anderen Fahrer zusammengestoßen. Versuch es erneut. Was? Wie? Wieso? Hättest du mir das nicht früher sagen können? Außerdem ist er mir in die Karre gefahren. Ich hab die Kurve zugemacht, also... Na gut. Machen wir halt nochmal. Da musst du aber nicht Autos helfen. Entschuldigung. Ich reg mich da gerne über sowas auf, weil das einfach teilweise dusselig ist. Ja, entspann dich jetzt mal. Mal gucken, auf wie viele Topspeed wir eigentlich kommen. Würde mich gerne mal interessieren. So, jetzt aber. Ich wollte schon sagen, jetzt muss es aber gehen. Sonst kriege ich einen Anfall. Ja, ist ja gut, komm. Ah, dieses Auto, hey. Das ist so penetrant. Das gibt's gar nicht. Meine Fresse. Toro Rosso freigeschalten, toll. Gehen wir weiter und schauen uns, gehe ich mal von an... Ach ja, Reifenvideo. Ja, okay, gut. Schauen wir uns das mal an.